Hey, ich bin der Chris, ich bin Zweiradmechanikermeister und möchte mich mit euch heute darüber unterhalten, was ein richtig gutes E-Mountainbike ausmacht. Und wenn ihr wissen wollt, wann ein E-Mountainbike wirklich gut ist und wann nicht, schaut euch das Video an. Wir machen ja sonst ja gerne Bike-Checks und stellen einfach verschiedene Räder vor. Auch hier werde ich euch jetzt was ein bisschen zu diesem Specialized S-Works Kinevo erzählen. Aber eigentlich dient das ein bisschen als Beispiel für das, was ein wirklich gutes E-Mountainbike ausmacht. Denn es gibt ja schon ein paar Sachen, wo gerade auch meine Kollegen, die ja sehr, sehr viel Test fahren, und ich bin auch schon einige Jahre auf dem Rad unterwegs und kriege ja auch viel mit, wenn ich so die Reparaturen bei uns im Haus mache, was funktioniert, was nicht funktioniert, was hält, was geht kaputt. Und vor allem das Feedback kommt natürlich sehr oft von unseren ganzen Testern und Redakteuren. Was macht denn wirklich Spaß und was nicht? Und über die Jahre hat sich da ein bisschen Wissensfundus angesammelt und da will ich euch dann teilhaben lassen. Wir würden heute, wenn jemand sich als echten Mountainbiker bezeichnet, nicht mehr empfehlen, nimm den stärksten Motor und den größten Akku. Für einen Tourenfahrer mag das Sinn machen, weil der vielleicht besonders viel Reichweite erzeugen möchte oder sich besonders wenig anstrengen möchte. Wir gehen ja davon aus, dass der Mountainbiker doch eher sportlich unterwegs ist. Das heißt, er tritt selber so einiges. Wenn dann ein moderaterer Akku und ein etwas moderaterer Motor drin ist, der vielleicht, so wie bei diesem Rad, noch durch einen Range Extender aufgewertet werden kann, sodass dann quasi noch mehr Reichweite drin ist, dann reicht das eigentlich vollkommen aus. Der Vorteil, den man hat, ist das deutlich leichtere und deutlich agilere Rad. Denn man muss schon sagen, dass man halt irgendwie 2-3 Kilo einsparen kann. Alleine bei Motor und Akku, wenn man auf so ein leichteres System geht. Specialized war ja mit Levo SL und dann hinterher auch mit dem Kinevo SL, also prinzipiell relativ früh dran mit den leichten Mountainbikes. Und inzwischen sind die Dinger Trend. Einer der Gründe, warum jetzt ein Kinevo SL hier hängt, weil das kann man Specialized schon lassen, die waren da sehr früh dabei. Was wäre noch wichtig, damit ein E-Mountainbike Spaß macht? Wenn ihr euch jetzt fragt, welchen Federweg brauche ich? Nach meiner Erfahrung, auch wenn es ein leichtes EMTB ist, ist es etwas schwerer. Es ist meistens doch, wie es bei den modernen Rädern ist, so, dass sie immer ein bisschen länger werden, ein bisschen flacher. Nehmt einen Zentimeter mehr Federweg als einen Zentimeter weniger. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ihr wollt ein Enduro fahren, dann nehmt halt das Enduro mit 180 oder 170 und nicht das mit 160 oder 150. Das wäre immer mein Tipp. Ihr könnt bergab ein bisschen mehr draufhalten, ihr werdet ein bisschen später müde. Und das, was ja immer so die Geschichte ist, warum man sagt, ah, brauche ich so viel Federweg, ist ja der Weg nach oben. Und da habt ihr halt einfach Unterstützung durch den Motor. So ein E-Enduro mit 180 mm trete ich ja aufgrund des Motors genauso leicht hoch wie irgendein Biobike mit 160 mm. Also da lieber ein bisschen mehr Federweg, schadet mit Sicherheit nichts. Ein weiterer Punkt ist auf alle Fälle Laufräder und Bereifung. Das Rad hat ein bisschen mehr Gewicht. Ihr seid ja auch prinzipiell mit einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit unterwegs. Wenn man bei einem Rad ohne Hilfsantrieb vielleicht noch sagen würde, ja, ich nehme lieber den leichteren Reifen, der rollt ein bisschen besser, ich habe ein bisschen weniger Gewicht bergauf, kann das beim EMTB schneller in die Hose gehen. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwerer, man hält vielleicht auch ein bisschen mehr drauf und dann hast du halt einfach schneller einen Platten und vielleicht auch schneller eine defekte Felge. Also entscheidet euch auch da im Zweifelsfall für die robustere Komponente. Ein weiterer Punkt beim EMTB, ich habe schon gesagt, mehr Gewicht, vielleicht auch durch den Motor mal mehr Höhenmeter und dann mehr Tiefenmeter, Bremsanlage. Auch da, ihr müsst nicht unbedingt Gewicht sparen. Das Rad ist eh etwas schwerer und ihr seid im Schnitt schneller unterwegs und der Motor hilft euch hoch. Also da nicht überlegen über 160er Scheibe, auf keinen Fall. Und auch eine 180er Scheibe ist meistens am EMTB deplatziert. Ich würde sagen, 200er Scheibe auf alle Fälle vorne und hinten. Je nach Bremse und Ausführung und Fahrergewicht würde ich sogar bei einer 220er vorne nachdenken. Das macht auf alle Fälle mit Sicherheit mehr Sinn. Ein
Ich habe jetzt ein bisschen was erzählt zum Thema EMTB und was ein gutes EMTB ausmacht in unseren Augen. Das lässt sich von diesem Specialized Kenevo auch auf andere Räder übertragen. Da hat Specialized schon mit Sicherheit vieles richtig gemacht. Deswegen hatten wir auch so viel Spaß mit dem Rad. Und das Rad macht richtig viel Spaß, weil eben potentes Fahrwerk, stabile Laufräder und Reifen, ordentliche Bremsanlage. Das ist alles viel wichtiger in meinen Augen, als ob ich irgendwie 400 oder 500 oder 600 Wattstunden Akku habe und ob der Motor jetzt 85 oder 80 oder 90 Newtonmeter bringt. Das ist nicht das Entscheidende. Lieber da beim Motor und Akku ein bisschen Gewicht einsparen und Gewicht durch robuste Komponenten und langen Federweg mitbringen. Dann habt ihr richtig Spaß. Und das sind die Punkte, woran ihr in meinen Augen ein Mountainbike erkennt, ein E-Mountainbike, was richtig Spaß macht. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert, würde mich freuen. Ciao.